Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt. Unser Thema heute: Bäume und Bäume. Obstbäume und Obstbäume. Was sind gute Bäume und was sind schlechte Bäume? Nur damit Sie ein bisschen einen Vorteil haben und mir folgen können, das ist ein schlechter Baum und das sind zwei gute Bäume. Natürlich wird Sie nicht überraschen, dass diese beiden guten Bäume von uns sind, aber hunderte von Baumschulen, mindestens hier im deutschsprachigen Raum, produzieren auch solche guten Bäume. Aber diese Bäume hier, die sieht man meistens in den Baumärkten und in anderen billigeren Gartenzentren, sind übrigens gut produziert, das sind gute Produzenten, die das produzieren. Jeder Baum sieht genau gleich aus, ungefähr so. Achten Sie darauf, wenn Sie so einen langen Stamm haben, hier die Veredelungsstelle und dann die Krone so besenähnlich. Ja, das ist es. Ich habe vor ein paar Jahren mal ein richtiges Rant-Video gedreht, wo ich einen Baumarkt voller solcher Bäume gesehen habe. Dinge, die nie im Garten wachsen werden, und habe dann wirklich ein Rant-Video, ein Schimpfvideo, eine Schimpftirade rausgelassen. Das möchte ich jetzt nicht, sondern einfach mal noch objektiv erklären, warum dieser Baum eher schlecht ist, sorry, Produzent, und diese Bäume hier besser sind. Das erste ist ganz einfach: Die Sorte macht den Unterschied. Und da können Sie ein bisschen drauf gehen, wenn Sie weniger auf der Etikette lesen, ist es meistens auch nicht besonders gut. Der Baum hat nichts zu verkaufen. Das ist die Sorte Granny Smith. Wir wissen, dass es ein Malus domestica ist. Super Information. Ganz wichtig, der lateinische Name vom Apfel. Da weiß man, dass sie gerne Sonne haben, okay, dass er grün wird. Und dass er Granny Smith heißt, liest man da oben. Dann geht man interessanterweise auf die Rückseite und da liest man dann noch, Moment, die Blütezeit 4, 5, 6. Ganz interessant, ich habe noch nie einen Apfelbaum im Juni blühen gesehen. Dann die Schneideperiode, ja, Januar und Dezember, im Dezember würde ich nicht. Und dann auch noch die Pflückreife im September. Tut mir leid, Granny Smith wird nie im September reif. Wir müssen froh sein, wenn der bei uns im Oktober oder November reif wird. Granny Smith ist eine Erwerbsanbausorte und kann eigentlich nur in südlichen Gefilden, eigentlich nur südlich der Alpen angebaut werden. Wenn man ihn hier bei uns anbauen kann, nördlich der Alpen, dann bekommt er aufgrund der kalten Nachttemperaturen eben eine rote Backe, ist dann eben nicht mehr grün und wie gesagt tendenziell noch schlechter, als wenn er aus dem Süden kommt. Dazu ist er schorfanfällig, ein sehr sparriger Wuchs, also nichts, was wirklich für den Garten geeignet ist. Die Sorte macht einen Unterschied. Da unsere Sorten, die speziell für den Garten gezüchtet worden sind, da eine Red Love Sorte, da eine gelbe Sorte, durchaus von der Farbe her etwas vergleichbar mit das ist Bella Bionda, mit der Sorte hier. Diese Sorten sind speziell für den Garten gezüchtet worden. Sie sind resistent, haben schnelle Früchte und werden nördlich der Alpen auch in Höhenlagen reif. Wir haben keine Sorten, die erst Ende Oktober, November reif werden. Auch hier, je mehr Informationen Sie auf einer Etikette sehen, je mehr Sie lesen können, nachlesen können, desto seriöser ist wahrscheinlich das Angebot. Wir haben jetzt natürlich unseres genommen, weil wir denken, wir sind seriös. Nicht immer, aber meistens. Aber Sie finden 100 andere Angebote, wo es auch so ist. Das zweite ist die Unterlage. Ja, hier sehen Sie diesen dicken, starken Stamm. Und hier sehen Sie nur diesen Fußstamm hier unten. Und wir veredeln unsere Bäume auf M9, ganz selten auf M26, vor allem wenn wir Halbstämme machen oder wenn es ganz schwach wachsende Sorten sind. Und das ist eine stark wachsende Unterlage. Man sieht das schon am glatten Stamm, an der Stärke des Stamms, das ist 111 oder 106, die nur darum benutzt wird, damit der Baum in einem Jahr so stark produziert werden kann. Ja? Hier ist der Baum im Winter veredelt worden, dann ist er gewachsen mit drei Trieben, dann ist er im gleichen Jahr hier passiert worden, damit er hier mehr Triebe macht, optisch besser aussieht, diesen Besen produziert. Aber diese Pflanze wird in ihrem Garten ganz selten Früchte tragen, weil die Unterlage ist zu stark, die Pflanze wird stark wachsen, Sie werden die Pflanze schneiden, es kommt kein Licht dazu, weil die Krone zu dicht ist, weil sie wächst wie ein Besenstiel oder wie mehrere Besenstiele, also eine ganz schwierige Pflanze, die ganz schwierig zu erziehen ist. Auf unseren schwach wachsenden Unterlagen produzieren wir die sogenannten Easy Trees, einjährige Bäumchen, auch in einem Jahr gewachsen, mit einer Mitte und mit vorzeitigen Seitentrieben. Diese Seitentriebe wachsen
Nach der Pflanzung bei Ihnen einfach weiter, ungefähr im gleichen, werden durch das eigene Gewicht fahren Sie ein bisschen runter und spätestens im folgenden Jahr, also wenn Sie jetzt im Frühjahr 2018 pflanzen, werden im Frühjahr 2019 garantiert blühen. Und ein paar Blüten, hier oben sehe ich Blütenknospen, werden Sie schon dieses Jahr an diesem Bäumchen haben. Das ist ein klassischer zweijähriger Spindelbaum mit einer Mitte, hier angeschnitten, Mitte aufgebunden und Seitentriebe, die Sie bei sich zu Hause, vor allem dann, wenn Sie einen schwächeren Baum haben wollen, am besten in die waagrechte, bei Birnen knapp über die waagrechte binden. Vor allem die Äste, die schon etwas steiler und stärker sind. Bei den Ästen hier, denke ich, ist es nicht notwendig, die werden dann Blüten tragen. Und bei den Ästen vielleicht runterbinden. Sie können auch warten, wenn hier überall Blüten entstehen, wofür ich fast meine Hand ins Feuer legen würde, ich habe es überall Blüten, dann wird allein schon das Gewicht der Früchte diese Äste runterbringen. Weil es gibt ein Gesetz bei den Obstbäumen. Je flacher ein Ast ist, desto mehr trägt der Baum Früchte. Je steiler ein Ast ist, desto weniger trägt er Früchte. Und dieser Baum hier wird flache Äste ausbilden, dieser Baum auch. Hier wird es ganz schwierig, diese Äste flach zu machen. Entsprechend wird er wenig und aufgrund der Wuchsstärke hier der Unterlage erst spät Früchte tragen. Darauf kommt es also an. Es kommt auf die Sorte an, es kommt auf die Unterlage an und es kommt auf die Produktionsweise an. Und am Schluss können Sie dann entscheiden, ob es ein, naja, fragwürdiger Baum ist, mit dem Sie sehr gut Holz, aber nur schwierig gute Früchte produzieren können, oder ob es ein guter Obstbaum ist. Mit einer schwach wachsenden Unterlage, mit vielen Informationen dabei und mit Ästen, die ganz einfach flach wachsen und flach gebunden werden können, wo die Sonne und das Licht reinkommt und die Früchte Zucker und Qualität haben wollen. Die Sorte vielleicht auch noch wichtig, denke ich, für den Hausgarten ist Schorfresistenz, dass Sie die wichtigste Pilzkrankheit im Garten, in Ihrem Garten eben nicht haben und nicht bekämpfen müssen. Und ganz wichtig eben auch Sorten, die schnell Früchte tragen, schon im ersten, zweiten Jahr Früchte tragen und auch Früchte, die in unserem Klima nördlich der Alpen reif werden. Also nicht Granny Smith, sondern zum Beispiel die Sorte Bionda Bella oder Bionda Merlin, die eben zwar auch gelb-grün sind, aber früh und schnell Früchte tragen und im September schon reif werden. Gärten Sie weiter mit den richtigen Bäumen. Wie geht's weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht's zu Luberacom, dem Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. So geht's weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen.